Liebe Freunde des Potsdamer Kabaretts, liebe Freundinnen vor allen Dingen auch des Potsdamer Kabaretts, ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Andreas Zieger, der eine oder andere wird mich erkennen. Ich bin im Moment auf Kurzarbeit, das bedeutet, Sie sehen mich an meinem Arbeitsinstrument, dass ich doch hin und wieder etwas arbeite. Ich habe auch sehr viele Nachrichten in letzter Zeit geschaut und natürlich auch meine Kanzlerin, was sie befiehlt. Ich folge ihr. Und sie hat einen tollen Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben. Wir müssen ganz schrittweise vorgehen. Da habe ich überlegt, was meint sie damit? Ja? Meint sie, wir müssen ganz behutsam vorgehen oder wir müssen ganz vorsichtig vorgehen? Aber sie hat gesagt, wir müssen ganz schrittweise vorgehen. Das ist Sprachökonomie. Ist das schön? Ist das toll? Gut, wir schalten jetzt erstmal um zu Herrn Fensch in sein Homeoffice. Er hat nämlich heute Besuch bekommen. Liebe Bürger, liebe Genossen, liebe Einwohner der Bundesrepublik Deutschland, ich darf Ihnen heute mitteilen, dass ich im Zuge des weltweiten Kampfes gegen das Coronavirus einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht habe. Ich habe heute auf Hinweis meiner Gattin Margot 100.000 blaue Halstücher der leider viel zu früh abgewickelten Pionierorganisation Ernst Hellmann bereitgestellt, die sich bestens eignen zum Mundschutz gegen das Coronavirus. Ich darf Ihnen zeigen, meine Damen und Herren, dieses Detail, ja, es lässt sich ganz leicht verarbeiten, ganz leicht anziehen und Sie werden merken, Corona hat keine Chance. Übrigens darf ich Ihnen mitteilen, dass ich diese Aktion über einen Elektriker des VEB Robotron bereits ins Internet gestellt habe. Benzeremos! Benzeremos! Danke, ehrlich. Gut. Danke. Ja, meine Damen und Herren, in diesen Zeiten, Corona-19-Zeiten, haben auch die Reisebüros natürlich Schwierigkeiten. Oh, ja, ach, sie müssen umbuchen, stornieren. Aber es kommen wieder bessere Zeiten, unter Garantie. Und Helmut, erinnerst du dich? Ah, klar. Wir waren doch auch vor einiger Zeit in der Türkei, ach, Antalya. Oh. In so einem Ein-Sterne-Hotel. Mm. Ich war mit Pool, aber ohne Wasser. Oh, du bist da zur Russenmafia heruntergegangen in die Bar zum Preiskampf. Ich war dann allein. Ich ging hinunter zum Strand und es war Sommer. Es war ein heißer Tag, der letzte im August. Da sah ich sie in Weiß. Sie sagt, sie hätte Lust. Ihr Schleier war knallrot und plötzlich blieb sie stehen. Sag mir deinen Namen und dann wird es gleich geschehen. Ich log sie an. Ich bin der Akim Üskü. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als schaute sie mich an mit 120 Augen. Sie sagte zu mir, heute wird Rabatz gemacht, solange bis die ganze Bude kracht. Schnüppeli dumm, schnüppeli dumm. Ich war nicht 16 und sie war 58. Und über die Ehe wusste ich zwar viel, doch sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr. Plötzlich waren wir umringt von lauter fröhlichen Menschen, die tanzten, lachten und sangen und ich durfte grillen. Wir aßen Lammkotelett, frisch eingeschweißt von Netto. Sie reichte mir ein Formular, sie sagte, sie hätte immer eins im Netto. Ich war verlegen, denn ich wusste nicht wohin. Mit meiner Unterschrift, ich wies sie mehrmals darauf hin. Ich kann verstehen, hörte ich sie sagen, nur weil du Deutsche bist,
weißt du nicht, was du fühlst. Ich bleib bei dir, bis der Solch neu bewohnt wird. Der Söder, ich meine den Söder. Wir machen nochmal die Stelle, ja. Ich bleib bei dir, bis der Söder rot wird. Dann wirst du sehen. Ich nahm die Füllfederhalter, sie führte meine Hand. Ich wollte Sex, doch sie war bei Verstand. Und als ihr Ehemann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Dann wurde ich ihrer Familie vorgestellt. Zunächst ihrem Vater, Hatschi Alef Oma. Dann der Oma, Hatschi Alef Oma. Dann stellte sie mir ihre 5 Brüder vor. Dann stellte sie mir ihre Schwestern vor. Sulaika, Sina, Ofra und Jamila. Dann deren Männer und Kinder. Und dann zum Schluss stellte sie sich selbst vor. Elvira Galatasaray. Ich hatte plötzlich eine Familie, für die ich sorgen sollte, in meiner Ostberliner Zweiraumwohnung. Ich war nicht 16 und sie war 58. Und es war Sommer, das allererste Mal. Ja, vor dem Reichstag werden wir dann grillen und Kinder stillen. Salam alaikum, Allah sei dir gnädig, O Mustafa, nimm dich in Acht. Lass doch Sulaika bleiben, lieber ledig, wer weiß, was sonst der Sultan macht. Cha, cha, cha. Mama, nochmal. Meinst du? Nee. Oder gut, der ist ein bisschen verspielt und versunken. Mein Gott. Nee, Helmut, nee, wir sind auf Kurzarbeit. Darfst du nicht vergessen, wir sind auf Kurzarbeit, ja? Ja, und da gibt es eben 2 Akkorde weniger, ja, und mal einen Versinger, warum denn nicht? Na? Okay, war doch schon besser. Das war eine schöne Sendung, so eine schöne Sendung. Lass uns was trinken. Helmut, ja, trink mal einen Schluck und ich freue mich, wenn wir wieder losfahren. Muss ja nicht immer die Türkei sein, muss ja nicht immer sein. War schon nicht schlecht. Ja, ja, war gut, ja, waren die alle freundlich, ne? War noch eigentlich auch preiswert. So Konflikte, ich hatte eigentlich so religiöse Konflikte, hatte ich eigentlich auch nicht. Nee, also in dem Hotel zumindest nicht. Ja. Naja, wobei auf dem Flur waren schon einige dunkle Gestalten. Ja. Ah, ja, gut. Ja. Aber es stellte sich dann raus, die waren von Natur aus dunkel. Und ich habe übrigens etliche Marken Sonnenbrillen gekauft. Ah, Spottpreis. Ja. Ja, das ist gut, ja. Die ganze Bude voller Sonnenbrillen. Okay. Ja, ja. Aber es lohnt sich schon. Hm. Ja, lohnt sich. Kann man schon mal hinfahren. Ich meine, wenn es wieder geht. Ja, wenn es wieder. Ein Wort finde ich noch toll, das Wort des Jahres. Schutzspuckwand. Eine Schutzspuckwand. Für den Sachsen ist das sehr schwer. Eine Schutzspuckwand. Ja, die da aufgestellt, hier Plexiglas. Eine Schutzspuck-Plexiglaswand. Eine tolle Erfindung. Und was ich noch gut finde, neue Normalität. Neue Normalität. Ja, das ein irres Wort. Ja, ja. Haben Sie damals schon verwendet, nach der Finanzkrise? Ja. Wenn die vorbei ist, gibt es eine neue Normalität. Eine Normalität. Was ist denn das jetzt? Das ist sozusagen die neue Normalität. Ja, ich finde sowieso, in der Realität sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Ah, klar, finde ich auch. Das ist doch die Matrix. Du sagst es. Habe ich gestern wieder gesehen. Ja. Ich auch. Aber Reloaded. Matrix Reloaded. Ich verstehe es trotzdem immer noch nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich habe es aber in Zeitlupe aufgenommen. Dann komme ich dahinter. Ich habe ein Problem damit, in das Videospiel zu steigen, da Mensch zu sein, aber zu wissen, dass ich da nicht Mensch bin, sondern dass eigentlich in der Matrix bin, die es aber gar nicht mehr so gibt, wie ich meine, dass ich das ist. Hm. Apropos Matrix, wir sollen ja spielen, ne? Wir sollen ja viel Spiele machen. Ich habe heute früh Bundestagsdebatte gesehen, da haben alle Masken, ja, aber der Redner hat keine Maske. Aber viel schöner wäre es doch, wenn der Redner auch eine Maske hätte und vielleicht noch ein Hütchen, sodass man ihn nicht erkennt. Und dann muss der einen Satz sagen und die anderen müssen raten,
aus welcher Partei er ist. Na, es kann auch schief gehen. Ne? So ein Hinterbänkler von der CDU, der sagt dann einen Satz und alle sagen, haha, AfD, erraten, AfD. Ne? Aber trotzdem schönes Spiel, oder? Mhm. Schönes Spiel. Mhm. Finde ich auch. Naja, ich würde wieder ein bisschen Gitarre üben. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Beatles zu spielen. Oh, gut. Das ist gar nicht so einfach hier. Nee. While My Guitar Gently Weeps, ein schweres Stück. Ja, in welcher Tonart spielst du das im Original? A-Moll, A-Moll. A-Moll. Textlernen? Nee, Texte, das wurde gut. Ja.